So, meine Freunde, heute geht es um das Pflanzengeist-Pokémon Moruda. Wir haben schon Pflanzengeist dieses Mal in der Generation 7 gesehen mit unserem Start-Pokémon Silvaro. Und Moruda ist ein ganz spezielles Pokémon. Es ist ziemlich langsam, wie eigentlich alles in Generation 7, aber hat ein paar ziemlich coole Tricks drauf, hat eine coole Fähigkeit und wir gucken uns mal die Stats an. So, wir sehen schon, das Ganze hat KP-Base 70. Mittelfeld wie immer, 131 Angriff, kann man sehr, sehr gut damit arbeiten, ist also eher physisch ausgelegt, wie man sieht. Verteidigung mit 100, auch sehr gut, kann man nichts dagegen sagen. Spezialangriff mit 86 ist auch noch möglich, mit Gigasauger zum Beispiel irgendwas zu machen. Und Spezialverteidigung mit 90 ist auch nicht schlecht. Initiative 40, naja, Gen 7 ist halt langsam, damit müssen wir uns langsam abfinden. Resistenzen und Schwächen, wir haben eine Kampf- und eine Normalresistenz. Ganz klar, wir haben das Geist-Pflanzen-Typing. Resistenzen sind Pflanze, Wasser, Elektro und Bodenattacken und Schwächen haben wir gegen Eis, Feuer, Flug, Geist und Unlichtattacken. Also passt dahingehend auf, dass ihr nicht gerade sowas reinwechselt. Und wir gucken uns mal zwei Movesets an von Moruda, die ich persönlich ziemlich gerne spiele. Zum einen haben wir ein Set mit Überreste bzw. Botanium-Z und Überreste logischerweise zum Recovern und das Botanium-Z zum Boosten vom Gigasauger, um sich schnell wieder voll zu heilen. Stahlprofi als Fähigkeit, welches euren Stahlattacken eine Art Step gibt. Also ihr habt praktisch keinen Step drauf, aber ihr habt trotzdem Stahlattacken, die so stark sind, als wären sie Step-Moves. Dann spielt das Ganze mit Max HP, Max Angriff, 4 Spezialangriff. Wesen ist locker, Wachstum zu boosten von den Angriffswerten. Gigasauger, Ankerschuss und Dunkelklaue oder Erdbeben. Ihr müsst überlegen, ob ihr mit Ankerschuss arbeiten könnt nur oder ob ihr Dunkelklaue als zweiten Geist-Step nehmt. Ansonsten das Erdbeben gegen rein switchende Feuer-Pokémon, die relativ oft gegen das Pokémon rein switchen. Und als zweites habe ich das Walbein-Step, was auch ziemlich gut ist und ziemlich stark reinhauen kann, mit Max HP, Max Angriff, 4 Spezialverteidigung. Wesen ist locker und passt hier bitte auf, dass ihr keine Innen-DV gebt, denn das Ganze wird mit Gyroball gespielt und Gyroball wirkt dann am besten, wenn das Pokémon am langsamsten ist und euer Gegner am schnellsten. Umso mehr Schaden macht ihr. Dann dazu noch die Blattgeißel, das Erdbeben und die Dunkelklaue als Step, also Dunkelklaue und Blattgeißel als Step und Erdbeben für die Coverage gegen Feuer-Pokémon. So, jetzt ist die große Frage, wie spielt ihr Moruda? Moruda ist ein Pokémon, was sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich dachte, Turbo Trio kann es auch lernen, also es ist auch ein potenzieller Spinner. Und von daher schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze spielt. Ich bin gespannt drauf und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein kleines Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.